Ja, Leute, Marc Bellinghaus. Wir gucken hier auf ein Video von der Annette Kurschutz-Vertreterin Kirsten Fehers. Sie ist Bischöfin und allein wie sie anfängt, Synodale, also noch verkrampfter geht's nicht. Da muss ich euch mal zeigen, das ist echt der Hammer. 1463 Aufrufe vor 9 Monaten. Das ist wirklich erschreckend wenig. Und es ist wirklich, die Kommentare sind deaktiviert, weil man natürlich auch keine erzürnten Missbrauchsopfer da lesen möchte, beziehungsweise die freie Meinung. Naja. Es war ja mal eine Katrin Göring-Eckardt, Präses der EKD, was mich wirklich absolut geschockt und gewundert zugleich hat. Denn, wie wir alle wissen oder auch nicht, ich erkläre es euch, Anfang der 80er Jahre, als die EKD ja, noch ein paar andere Leute hatte als Präses, da wollte die Grüne Partei Pädophilie legalisieren, so wie jetzt das Cannabis. Die wollten, dass ältere Männer mit noch nicht mal ja, strafmündigen beziehungsweise unter 18-jährigen Kindern Sex haben dürfen. Das wollten die Grünen. Das ist wirklich der Hammer. Ich habe das gestern am 9.9. erst rausgefunden, dass diese Katrin Göring-Eckardt damals vor Jahren, nicht so allzu lange her, hier Präses war in dieser Kirche. Da wundert mich ja gar nichts mehr, dass sich fast jeder evangelische Gottesdienst so anfühlt und anhört, als wäre es ein grünen Wahlspot. Und ich erwarte, dass die Kirche endlich die Politik von ihren Aufgaben trennt. Das geht nicht. Man möchte sich ja auch von der AfD abgrenzen. Und insofern sollte die evangelische Kirche in Zukunft absolut neutral sein. Ich spiele euch jetzt mal hier ein paar Takte aus dieser Erklärung von Kirsten Fehers, die ja die kommissarische Vertreterin ist, der absolut Horror-Präses Annette Kurschus. Und deswegen habe ich auch so ein Beef auf Anna Nicole Heinrich, die Präses der Synode. Das ist alles Klüngelei, Bullshit. Wenn die sagen, hier, es tut ihnen leid und so, die hocken alle zusammen in verschiedenen Publikationen, Pressepublikationen, online oder auch so, der evangelischen Kirche. Die haben die Frau Kurschus, die uns Missbrauchsopfer in so übler Weise verraten hat, nicht mal rausgeschmissen. Nein, sie haben sogar noch betrauert. Es ist ein ehemaliger Richter des Bundesverwaltungsgerichts, ist in Wut und Rage aus seinem Amt zurückgetreten, weil Frau Kurschus doch mehr oder weniger gebeten wurde, die Reißleine zu ziehen und abzuhauen. Was sind das hier für Vorgänge, die immer noch nicht aufgedeckt bzw. aufgearbeitet wurden? Hier ist jetzt die Stimme von der Frau Bischof, Landesbischöfin Kirsten Fehers, 63 ist sie jetzt, und sie hofft natürlich, die Nachfolge von Frau Kurschus zu übernehmen, hat ja lange noch darauf gewartet, aber sie war Kurschus einfach viel zu nah. Es ist ganz klar, dass sie von dieser Kurschus-Geschichte über diesen Täter gewusst haben muss. Jedenfalls kann man das voraussetzen, und das Gleiche gilt für Anna Nicole Heinrich. So, jetzt hört mal ein bisschen rein, bitte. Hohe Synode, liebe Synodale, mir ist es ebenfalls ein Bedürfnis, gleich zu Beginn der Synode für den Rat und auch persönlich etwas zu sagen. Die letzten Wochen waren wahrlich nicht leicht und haben niemanden ungerührt gelassen. Im Gegenteil, Friedemann Marbo beschrieb das eben bedrückend, ratlos, verwirrt, und ich denke, das trifft
Viele im Rat, in Kirchenkonferenz, natürlich in der Synode. Und es wurde für mich in allen Beratungen und Gesprächen, die ich mit zahlreichen Menschen, auch mit Synodalen geführt habe, deutlich, es gibt eine ganz große Verunsicherung und es geht um Vertrauen und um Glaubwürdigkeit. Ja, das ist wirklich die größte Untertreibung, die ich jemals in meinem ganzen Leben gehört habe. Wir sind vor den Kopf geschlagen. Die Leute, die wirklich Missbrauch in dieser Kirche als Kinder oder auch Jugendliche erlebt haben, die sind nicht nur enttäuscht. Wir sind schockiert, dass eine Annette Kurschus überhaupt in ihr Amt getreten ist als Synode, als Vorsitzende der EKD, obwohl sie wusste, dass einer ihrer von ihr aus dargestellten Freunde, der ja homosexuell war, Kinder missbraucht hat. Sie macht also noch das Fatale und mixt, wie unser ehemaliger, wie der CDU-Fritze Herr Friedrich Merz, der auch Schwule mit Kindesmissbrauch zusammengebracht hat. Also der Otto-Normalverbraucher denkt, okay, das ist dann ganz normal, dass Schwule eben auch Kinder missbrauchen. Und das ist das Fatale, was hier nicht erklärt wurde, beziehungsweise absolut dagegen vorgegangen wurde. Es ist unglaublich, was hier abging und das noch nicht vor allzu langer Zeit. Von Aufarbeitung bisher komplett Fehlanzeige, keine Spur, im Gegenteil. Da wird ein Pastor, der vor 16 Jahren nach Deutschland gekommen ist, der noch nicht mal selbst queer ist, der darf sich da hinstellen beim Kirchentag in Nürnberg und dann sagen, so mit toller, feierlicher Stimme, Gott ist queer und wir müssen ja noch so und so viele Boote, wir schicken jetzt noch viel, viel mehr Boote. Nach so einer Sache wie Solingen sieht die Realität der Kirche anders aus. Sie muss sich auf unsere Verhältnisse in Deutschland einstellen. Sie muss klar werden, klar denken lernen. Sie kann nicht mehr das der Gesellschaft antun, was sie bisher getan hat, auch besonders Frau Kurschus, ja, hat uns gezwungen, dies und das zu tun und hat selbst komplett versagt, hat wissentlich einen Missbrauchstäter geschützt, hat seit den 1990er Jahren den Mund gehalten. Diese Frau sollte mit Schimpf und Schande aus der Kirche rausgeschmissen werden. Was ist sie? Sie sitzt in verschiedenen Publikationen. Sie brauchen nur Redaktionen gucken, wer da alles drin hockt. Da sitzen Heinrich, also Anna-Nicole Heinrich, die hier die Kirche in eine ganz andere Farbe bringen will, was ich wirklich absolut fatal empfinde. Ich bin der Meinung, obwohl ich selbst zur LGBT-Community gehöre, dass man kann nicht sagen, Gott ist queer. Das ist blasphemisch. Das ist wirklich absolut unterste Schiene. Wieso sollen wir denn unsere Sexualität mit Gott vermixen? Das ist doch irre. Es ist ja schon schlimm genug, dass die Sexualität durch viele, viele Priester, Pastoren, Pfarrer, evangelische Mitarbeiter der Kirche sich an kleinen Kindern abgearbeitet haben, ob Mädchen oder Jungen. Bei mir war es halt, ich bin damals ein kleiner Junge gewesen von 6,5 Jahren. Es ging über 2,5 Jahre Horror. Horror pur. Und es waren drei Präses, die damals von 1969 bis 75 im Amt waren. Ich habe die Namen. Moment, ich lese sie euch vor. Habe ich auch erst vor kurzem rausgefunden. Der eine war von 1961 bis 70 im Amt und heißt Dr. Hans Puttfarken. Puttfarken. Das ist ja schon ein seltsamer Name. Dann war der zweite von 1970 bis 73 im Amt dieser Präses und der hieß Dr. Ludwig Reiser mit AI. Ja? Der dritte Herr im Bunde, der das mit befohlen hat, dass ich im Alumnat Lutherhaus die Horrortortur des Lebens erleben musste, heißt Cornelius A. von Heil. H-E-Y-L. Nomen est omen. 1973 bis 85 war dieser Kerl im Amt. Ja? Und das sind meine
Anschuldigungen gegen drei der Präses. Und deswegen fordere ich, macht endlich klaren Tisch, liebe Kirche, und nehmt einen, der nicht Theologie studiert hat, der Missbrauchserfahrungen hat, gesammelt hat, denn nur so könnt ihr mit gutem Herzens, guten Gewissens vor eure Schäfchen 18,5 Millionen statistisch gesehen immerhin und könnt sagen, es tut uns leid. Wir haben komplett versagt. Wir haben unseren Kindern Horror angetan. Wir haben das unter den Teppich gekehrt und haben immer den Zeigefinger auf die katholische Kirche pointiert. Und das geht nicht. Das ist Irrsinn. Und aus dem Grund fordere ich, dass diese evangelische Kirche endlich klar Schiff macht, ein Zeichen setzt und jemanden nimmt, der sehr viel erreicht hat. Ich habe als Aktivist gegen Kindesmissbrauch, Sie können einfach den Herrn Innenminister CDU, Herbert Reul, ankontaktieren. Ich habe mit seiner Privatsekretärin vor über vier Jahren, als wir zum ersten Mal in Münster auf die Straße gegangen sind und haben die Leute aufgerüttelt über Kindesmissbrauch. Wir hatten so viel Erfolg und bis heute. Und die Bild-Zeitung hat sich dann meiner Aussage, Kindesmissbrauch ist wie Mord, angenommen. Es wurde sogar jetzt von der evangelischen Kirche wie Seelenmord ausgelegt. Kindesmissbrauch ist wie Seelenmord. Man hat sich da links und rechts bei mir bedient, ohne auch mal irgendwie zu sagen, Herr Bellinghaus, danke. Das wurde nie getan. Ja? Wir hören mal weiter in die Dame, in die Stimme dieser freundlichen Dame. Um Glaubwürdigkeit geht es auch an der Dekurschluss. Ja, genau. Sie selbst hat es so formuliert, dass eine weitere Diskussion um ihre persönliche Glaubwürdigkeit der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt schaden will. Schlicht, weil es den Fokus von den Betroffenen weglenkt. Es lenkt den Fokus darauf hin, dass Frau Annette Kurschus eigentlich bestraft werden sollte. Denn sie hat uns Missbrauchsopfer verraten, sie hat unterlassene Hilfeleistung begangen. Sie wusste von einem üblen Pseudokriminellen, es ist spät und ich versuche, diese Sache noch rauszukriegen. Pädokriminellen natürlich muss es heißen. Es ist ein Pädokrimineller, ein Freund der Frau Kurschus. Und diese ganze Sache wird noch klein gemacht. Es wird ausgedrückt, als wäre sie wirklich hier eine Heilige, die mal irgendwie in Fettnäpfchen getreten ist. Nein, das ist sie nicht. Sie sollte eigentlich wirklich eine Strafe dafür verbüßen, dass sie uns Missbrauchsopfer komplett allein gelassen hat. Sie hat sich nicht drum geschert. Diese Frau sagt bei ihrer Aussage, kurz nachdem sie zurückgetreten ist, sie ist mit sich und Gott im Reinen. Das ist so blasphemisch, wie wenn jemand sagt, Gott ist queer. Frau Kurschus, ich weiß, dass Sie alles, was ich produziere, was ich veröffentliche, sich anschauen. Es fand ich auch ganz nett, dass Sie mir zugenickt haben im Osnabrücker Dom bei diesem wunderschönen ökumenischen Gottesdienst, der leider auch nur zum Viertel, wenn überhaupt zur Hälfte gefüllt war. Das ist traurig. Und das werde ich als neuer Vorsitzender ändern, weil ich weiß wie. Man muss die Leute einfach überzeugen. Man muss ihnen zeigen, wie schön Kirche, wie toll und ausfüllend ein Gottesdienst sein kann. Ich habe ihn am Sonntag erst vor ein paar Tagen, vorgestern in Haltern erlebt, ein ökumenischer Gottesdienst, und habe dann noch zufällig danach den Pfarrer, einen wunderbaren Pfarrer aus der Gemeinde Haltern getroffen, der mir absolut übereinstimmte mit meiner Meinung, dass es nicht geht, dass man Gott einfach als queer bezeichnet. Was machen denn dann die Heterofamilien? Die fühlen sich dann komplett ausgeschlossen, die fühlen sich eigentlich, und da haben sie auch recht, verarscht von unserer Kirche. Was ist denn noch? Was müssen wir denn noch? Müssen wir jetzt im Tütü hier die Gottesdienste halten, um die Leute reinzukriegen? Ich finde das wirklich, wirklich nicht okay. Und sobald ich Vorsitzender der evangelischen Kirche
gewählt werde. Und ich hoffe, dass es ein Erdbeben gibt, so wie damals, als Martin Luther auf den Tisch geknallt hat und hat die Thesen an die Kirchentür in Wittenberg gehämmert und hat sich damit in Todesgefahr begeben. Ich erwarte, dass ihr endlich aufwacht und dass ihr endlich umkehrt und euch nicht nur mit Synodalen die Ohrläppchen leckt, sondern wirklich aufwacht und sagt, wir müssen etwas ändern. Und hier ist ein Aktivist, der hat das Gesetz zum Schutz unserer Kinder mit verbessert. Der ist Künstler, der kann so wie Zelensky auftreten und uns retten. Denn diese Kirche ist am Arsch, falls ihr das noch nicht kapiert habt. Die Kirche ist überflüssig. Dieser wunderbare Herr Caesar, ja, Clayton Caesar, hat beim Kirchentag vor letztes Jahr im Juni nicht für Begeisterungsstürme gesorgt, er hat für Kopfschütteln gesorgt. Die Leute haben so ganz freundlich geklatscht, aber Begeisterung sieht anders aus und das braucht ihr euch nur im Video angucken. Ich habe diesen Herrn auch schon persönlich angeschrieben, habe gesagt, dass ich das nicht okay fand, was er da getan hat. Er hat natürlich auch viele Hasskommentare bekommen, aber das finde ich auch wieder nicht okay. Wenn es seine Meinung ist, ist das okay. Der Mann ist selber nicht queer. Er hat es einfach nur gemacht, weil es ein Trend liegt und weil viele Kirchen jetzt auch Regenbogenfahnen hissen und wie auch immer. Aber wir dürfen die Mehrheit unserer Kirchenmitglieder, die immer noch zu uns halten, die noch nicht abgehauen sind vor lauter Zeta Mordeo und Schreck und Graus, die dürfen wir nicht vergessen, Leute. Wir müssen auch die Familien ansprechen. Ich kenne da einen Journalisten von den Westfälischen Nachrichten, der tut sich sehr hervor als Mitschreiber für die Kirchenzeitung in Münster, in der Neubrückenstraße. Er heißt Pierre B., ja? Hat auch schon einen Artikel geschrieben, als ich da wegen Kindesmissbrauch auf die Straße gegangen bin. Ich glaube, ich spreche diesem Journalisten aus der Seele. Denn was gerade abgeht, das ist wie ein schlechter Film. Das kann man als Missbrauchsopfer dieser Kirche überhaupt nicht verstehen. Und das will, ich weigere mich, das verstehen zu wollen. So, Leute, ich habe euch schon lange jetzt vor, das sind schon 17 Minuten, ich spiele noch ein bisschen. Debatten um ihre Person stünden so im Vordergrund, dass es ihr unmöglich sei, ihren Dienst weiterhin so auszuüben, wie es erforderlich ist. Weil sie gelogen hat von Anfang an. Ich habe echte Hochachtung vor ihrer geradlinigen und konsequenten Entscheidung. Ich nicht. Dann von allen leitenden Ämtern zurückzutreten. Das war längst überfällig. Persönlich bedauere ich die Entscheidung sehr. Aber Sie sollten sich freuen. Sie können doch jetzt nachdrücken. Zumal ich mit Annette Kurschus über 8 gemeinsame Ratsjahre und vor allem in den vergangenen 2 Jahren als Stellvertreterin sehr gern und gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet habe. Der größte Grund. Und es geht mir wohl wie den meisten. Man muss irgendwie noch. Der größte Grund, dass Frau Kirsten Fehrs absolut nicht die Nachfolge von Frau Kurschus übernehmen kann, darf, soll, muss, könnte oder sollte. Das ist jetzt klar. Sie hat selbst gesagt, wie gut sie Frau Kurschus kannte. Und ich bin mir sicher, und Gott ist mein Zeuge, dass diese Frau von diesem erbärmlichen Geheimnis dieser Frau Kurschus wusste. Und aus dem Grund fordere ich nicht nur Frau Anna-Nicole Heinrich, dass sie überhaupt nicht auf die Idee kommt, jetzt nachzurücken. Es ist nun endlich mal Zeit, sie sollten mal ein bisschen wechseln. Einmal ein Mann, einmal eine Frau. Einmal ein Mann, einmal eine Frau. Aber sie haben ja nur noch Frauen nach dieser unglücklichen Alkoholfahrt der Frau Käsbach, heißt sie Käsmann, genau. Und dann kam Kurschus, zwischendrin war dann mal ein Mann, ja, der macht auch sehr schöne Videos über sein Leben und über sich selbst. Und was hat er gemacht? Ich habe ihn angebettelt, er hat mir einen Brief geschrieben wegen meiner Wohnungssituation. Die Kirche kümmert sich um alle anderen, außer um die Leute, die in Deutschland leben und wirklich Hilfe brauchen. Das ist die Wahrheit, Leute. Und ich spreche aus, was ich am eigenen Leib erfahren habe. Ich hatte vor 2 Jahren eine Räumungsklage. Komplett rechtswidrig. Und ich kann das nachweisen. Und ich hatte einen Gotteswink. Ich hatte einen Samariter, der mich aufgenommen hat, nämlich der Freund meiner Mutter. Und das kommt auch noch zur Sprache.
weil Herr Heinrich Bedford Strom hat wirklich sich nicht mit Ruhm bekleckert. Und aus dem Grund könnt ihr verstehen, dass ich, der 2,5 Jahre die absolute Tortur und Horror erlebt hat in dieser Kirche, dass er natürlich nicht glücklich ist. So, Leute, das war's. Ich bete, dass die Kirche aufwacht und dass nicht auch noch die letzten Mitglieder abhauen. Also, in diesem Sinne, peace out und bitte sprecht miteinander. Ihr könnt auch dieses Video verlinken. Vielleicht hilft das, dass mal endlich jemand in dieser Kirche aufwacht. Ich habe noch nicht ein Sterbenswörtchen von dem freundlichen Dr. Anke gehört. In diesem Sinne, alles Gute, bis bald, Gottes Segen.